Der 40-jährige philippinische Profiboxer Manny Pacquiao hat sich am Sonntag außerhalb des Boxrings ins Rampenlicht begeben. Sein jüngstes Projekt ist nämlich kein sportliches Highlight, sondern vielmehr eine Wirtschaftsidee. Vor etwa 2000 Fans lancierte der Box-Champion seine eigene Kryptowährung, die sogenannten PAC-Tokens, im Rahmen eines Gratiskonzerts in der philippinischen Hauptstadt Manila. Diese Kryptowährung soll es den Fans ermöglichen, Merchandise zu erwerben und direkt mit ihm über Social-Media-Kanäle in Kontakt zu treten. Pacquiao ist zurzeit der erste und aktuell einzige Profiboxer in der Geschichte des weltweiten Boxsports, der in 7 Gewichtsklassen anerkannter Boxweltmeister wurde. Darüber hinaus ist er auch Senator auf den Philippinen.